doppelte Energie, doppelte Forschungslabore, dann ist es okay wieder. Aber momentan haben wir echt Energieknappheit und ja. Harz brauche ich einen hier vorne, da wo es schon rausgezogen ist. Hier, an dem Schmelzer. Ein Schmelzer aber hinbauen, wenn bei dir kein Schmelzer ist, ne? Einer. Und dann brauchen wir einen Drucker. Dann können wir nämlich hier schmelzen und da schmelzen. Sehen, ob der automatisch drauf bauen kann. Nee. Was brauchen der Schmelzer? Ist doch voll, oder bin ich blöd? Oder kann man Hydrazin nicht schmelzen? Reaktionsmittel. Hydrazin-Reaktionsmittel. Na gut. Oh, hier liegt noch irgendwas rum. Sauerstoff liegt hier rum. Oh, das kann ich jetzt sogar ranmachen. Ich könnte es sogar ranstecken jetzt. Das ist ja cool. Na gut, dann gehen wir mal wieder in die Höhle. Erforscht Hämmer. Was ist ein Hämmer? Ja, nicht, dass du Punkte jetzt verballerst hier für irgendwas. Hat schon so Sinn, was ich erforsche. Ja, du bist im Rucksack wahrscheinlich drin, dann tust du gerade Forschung machen. So, gucken wir mal, ob wir hier noch was haben. Okay. Die hatten keine Forschungsdinger. Oh. So ein Stöpsel hinstellen. Okay. Ja, ist auf jeden Fall schwieriger geworden. Jetzt kommst du nämlich nicht einfach mal so nach unten und wieder hoch. In den Höhlen. Vorher konntest du dich wenigstens wieder hochgraben, indem du einfach das Loch zugemacht hast. Ja, musst du im Rucksack unten, rechts und links, die Pfeile. Da brauchst du, glaube ich, Gemisch dafür.
Komm ich mal wieder raus. Das klappt auch wieder dieses Zeug, was man nicht in den Ofen reinstecken kann. Brauchen wir Kupfer? Okay. Ja, und dieses Kupfer wollte ich ja machen hier. Ich habe ja gedacht, dass das Kupfer ist. Dieses Ammonium. Ist es aber nicht. Guck mal nach, was man für Kupfer braucht. Gibt es das hier noch? Nee. Strom. Haben wir vielleicht noch ein Gemisch rumliegen, dann können wir noch zu. Ja, haben wir. Gut. Irgendwie noch einen zweiten Generator bauen. Schon läuft die Sache. Thank you.
So, also Strom sollte erstmal genügend da sein. Ich habe jede Menge Gras gepflückt. Jetzt bräuchte man halt Harz oder sowas und ja. Oh. Boah, das weiß ich nicht. Nimm's einfach mal mit. Ich kümmere mich um den Strom. Es hört sich an wie ein Sturm schon wieder. Ja, wieder aus der Richtung. Wo haben das Schiff? Da hinten ist das Schiff. Ja, wir bräuchten unbedingt ein Auto oder sowas. Dann sind wir auch für den Sturm sicher, weißt du. Wir können Ressourcen schneller rankommen. Alter, hier kommen die Steine rumgeflogen. Ich hab sowieso vor, die Basis in eine Höhle reinzubauen. Also so eine Wand ringsrum hochzuziehen, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Da müssen wir erst noch forschen. Ja, das mit diesen Steinen ist nicht mehr so viel wie vorher. Es kommt Spor, welche rumgeflogen, aber nicht mehr so extrem. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man vom Fortschritt her weiter ist, ob da wieder so viel kommt. Also Strom haben wir jetzt mittlerweile gut. Ich habe noch ein bisschen Gras gepflückt. Nee, dann bauen die sich aus. Hier kannst du Harz drauf tun, hier so. Auf denen, die schon sind. Da kannst du Harz drauf. Die bauen sich dann nicht aus. Aber die anderen, die hier außen sind, sobald du da Harz drauf stellst, bauen die sich aus. Ist ja das Problem, ey. Vielleicht noch eins und dann können wir die nach innen wieder richten und dann können wir da auf die andere Seite auch noch Maschinen stellen. Man findet halt bis kaum Harz, also ich bin auch schon ein bisschen rum jetzt wieder. So. Was ist denn ein Hammer? Macht dieser Hammer?
Hammer. Geländeanalysator. Ah. Der Hammer pinkt diese Gegenstände an. Das macht der Hammer. Kann ich mir so... Ja, du kannst Geländeanalysator draufstellen auf die Station. Dann hat er so einen mega großen Range und dann zeigt er dir, wo Ressourcen sind. Wenn du diesen Hammer hast, das ist das gleiche Prinzip. Bloß von Rucksack. Und der zeigt dir, wo Ressourcen in der Nähe sind. So, ich geh mal Strom nachfüllen. Ja, nehme ich keinen mehr. Schafft das auch so. Können wir hier mal das abstellen. Okay, ich folge mal der Line. Ich glaube, die bist da lang gerannt. Oder auch nicht. Die hört hier auf. Welcher Line bist du jetzt hin? Zu deiner wieder? Andere Richtung. Ich sehe den jetzt leider nicht. Ah, oh, da hinten. Ja, dann sehe ich's. Okay. Ah, hier. Jo, jede Menge. Haben wir jetzt einen Haufen. Jetzt brauchen wir jetzt noch Harz. Dass wir den Drucker mal bauen können. Oh, okay. Können wir ja bald den Drucker noch bauen. Da ist der Harz, okay. Ein Harz fehlt. Oder? Nee, da ist noch eins. Oh. So. Mittelgroßer Drucker. Schmelzer haben wir schon. Forschungskammer haben wir schon. Mittelgroßer Drucker. Was braucht der? Aluminium. Thank you.
Erstmal Verbinder bauen hier. So, nehme ich mal die Forschung hier gleich mit. Was man hat, hat man.
Warte mal, hier ist doch Gemisch. Nee, ich brauche Gemisch für Verbindungen. Hier ist ein, wie gesagt, ein Schiff. Weiß bloß nicht, wo es reingeht. Scheint es reinzugehen. Oh, oh. Haben es überlebt. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben einmal Aluminium, einmal Lithium und einmal Kupfer. Dass wir wieder rauskommen. Und ein Fahrersitz. Ich hätte hier noch einen Fahrersitz zu vergeben. Ich hab, glaube ich, ein Problem. Naja, man kann zwar reinspringen, aber man kommt ja nicht mehr wieder raus. Ja, ich versuch's gerade durchzugraben. Ich sehe bloß hier noch nichts viel. Oh ja. Oh. Der Fahrersitz ist rausgefallen. Den nehmen wir direkt mit, oder? Jo. Oh, Scheiße! Oh, 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 komm, bleib stehen. Ja, genau, so ging das auch. Yeah! Wenn man rutscht, ist man viel schneller. Wo ist man hin? Da hinten. Ja.